Aber einen wunderschönen guten zusammen. Herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil. Und wir zocken heute weiter Ghost of Tsushima. Wir sind genau hier stehen geblieben. Und wir werden heute sehr, sehr wahrscheinlich wieder einen großen Schritt im Endgame machen. Gehe ich fast von aus. Ich mache die Uhr an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir müssen mit Yuna reden. Aber erstmal gibt es hier Geschenke. Und ich hoffe, die sind besser als der komische Mülleimer, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Nasu Babas Zorn. Ach mein Gott, ey. Weißt du, und die sehen halt auch voll ähnlich aus, alle irgendwie, weißt du? Guck mal, das ist doch genau die gleiche Maske wie hier, so ungefähr. Genau. Nee, kannst du dir durch den Kim ziehen. Was ist das denn wieder? Alter. Hatten die Entwickler Plan von Samurais oder haben die einfach den Begriff einmal gehört und haben einen Karnevalsartikel hier reingemacht? Oder das ist ja wohl eine Frechheit. Ey, hier ist ein goldener Vogel. Warte mal, mal gucken, vielleicht führt der uns ja zu was Cooles. Die Zeit nehmen wir uns mal eben. Weil wir haben ja in der letzten Folge schon was Großes bekommen. Will der uns zeigen, dass wir hoch müssen, oder was? Danke! Hey, also, check ich jetzt auch nicht. Warum kommt da ein goldener Vogel, wenn der da vor die Wand fliegt? Naja, okay. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Then let's go talk to Yuna. Hallo. I've got some good news. Oh, ich bin gespannt. Oh, the plan's coming. Kenji found where we can steal watches from the Mongols. I'm heading there now. That's a good start. Ah. But we need more fighters. Ich habe doch die letzten 50 Folgen damit verbracht, Fighters zusammen. He'll throw you in prison. I'll write him a message. Leave it in his quarters. In a castle full of samurai. I'll be gone before they know I was there. Gespräch Ende. Okay, wir sollen also die Watchers klauen. Wer? Für den Angriff und eine Nachricht für meinen Onkel hinterlassen. I'm not letting you leave without a good horse. Ja, gib mir ein gut Horse, bitte. Weil ich habe kein gut Horse. Can't replace what you lost. But give one of these a chance. Ah, wir dürfen uns wieder ein Horse aussuchen. Zeig mal. Ein Digital Deluxe Pferd ist verfügbar. Ja, ist egal. Muss ich ja nicht unbedingt haben. Sehe ich jetzt die Namen davon? Sehe ich nicht. Ach, das ist das Digital Deluxe Pferd. Ja, weißt du was? Wir nehmen das. Wir nehmen das. Vielleicht ist das ja wirklich auch Deluxe, das Fiene. Wie ist denn der Name? Ist ja auch Deluxe? It's alright. I'm a friend. What will you name this one? Ah, Nobu Sora Katze. Ja, für mich ist klar, wir nennen das Pferd natürlich Katze. Katze, swift as the wind. Der Sackei kann da nicht richtig ausspringen. Du hast den Namen Katze für dein Pferd. Diesen Namen wird dein Gefährte für die gesamte Dauerweise tragen. Bist du dir sicher? Ja. Good choice. How will you get inside your uncle's castle? I grew up there. And I still remember every hidden path through those old walls. Even as a boy, Lord Shimura couldn't keep up with me. Ja, okay. Was? Achso, ich dachte, ich muss so weit reiten, ey. Ne, können wir ja auch so. Kann ich nicht jetzt hier einfach hinten schnell reisen? Ach, ja, ich muss von Norden aus da dran. Warte mal, dann lass uns von hier kommen.
Ja, ich sehe schon Fahrt, wie wir da hochkommen. Ah. Jin, why did you run away? I wanted to catch an eel for your dinner. Were you planning to catch it with your bare hands? Yuzo said you'd get rid of me as soon as you had a son of your own. Jin, come here. Your friend is wrong. A path ahead may take a lifetime. But I will walk it with you. Always. Naja. Dem bist du nicht so ganz treu geblieben, ne? Da sitzt einer. They won't be watching the cliff face. Das ist ein Angler, okay. Cooler than last time. Be careful, Ghost. The samurai are watching. Oh, die suchen mich, hat er gesagt. Ja, okay. Also. If I attack the guards, it will prove I'm the monster they think I am. Das heißt, ich darf keine Attacken. Schleiche dich in Fürst Shimuras Quartier. Wo ist das? Maybe we're finally going to march against the Khan. Ach du Scheiße. Das ist irgendwo. Ja, wo muss ich. Kann ich jetzt links rum? Ja. Also links rum ist frei auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt zum Beispiel nicht als Ziel, niemanden zu attacken. Obwohl er das ja gerade gesagt hat, wir halten uns mal erstmal dran. Vielleicht geht das an einigen Stellen nicht anders, als dass ich mal einlünchen muss. Aber erstmal lassen wir das so. Ja, scheiße, wieso, wo lang, ey? Warte mal, können wir hier durchs Wasser vielleicht von da hinten irgendwie ran? So, meinen Berechnungen zufolge ist das ja das Hauptgebäude, schätze ich mal, also wo der sein Quartier drin hat. Können wir hier dann irgendwo hoch? Ah, komm schon. Schaffst du, aber das sieht nicht so aus, als wenn das da hinten irgendwie hochgehen würde, weißt du? Kann ich hier drauf? Ne. Ne, natürlich nicht. Scheiße, ey. Warte mal, konnte man nicht irgendwie tauchen, auch kurzzeitig? Ah ja, genau, mit rechten Stick. Ah, okay. Could use my grappling hook under the bridge. Or find a way to make sure I'm not seen. Ja, aber wo genau so? Ne? Ah ja. Das sieht gut aus. Oh! Ich hätte vielleicht erst ein paar Meter. Nein! Jetzt nochmal machen? Wo bin ich denn jetzt? Easy. Ja. Worked out fine, ey. Task failed successfully. If the wound doesn't cure. Anything wrong, my lord? I inspect every cut before it crosses to the main keep.
Just wait for the guard to finish checking it. Okay. Und dann mich dahinter verstecken, oder was? Puh. Ah. Hä? Ach, jetzt hat er mich rechts vor der Brücke gespawnt. Ja, ich meine, nehmen wir mit. Alright. Everything's in order. You can go. Thank you, my lord. What was that all about? Lord Simura can't be too careful. The Mongols turned the Straw Hats against us. We can't be sure who to trust. But we're not warriors. We're merchants. Remember all that Ataro? The silk trader? I hear he got some of the coast's poison and used it on Lady King. She was his only business. Now she's a bloated corpse. Poison made her bleed from her mouth. Dass ich mich mal in die Feste von meinem Onkel einschleichen muss, ey. Who knows what we might be bringing? I would never hurt Lord Shimura. Me neither. That's just how things are now. Wieso rasten denn die komischen Dinger hier aus? Ja, geht erstmal weg, gut. Perfekt, dankeschön. Kann ich raus? Da kommt halt auch mal eben so ein Black Screen kurz, anstatt man dass man dann wirklich da aussteigt. Geht der hier auch noch weg? Sonst habe ich ein Problem, ja, nice. Gut, ne, wie die alle so ganz zufällig jetzt weggehen. Kommt der gleich rein oder so und wir reden dann mit dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so einfach jetzt weitergeht. Uncle, you can't know I'm here. We should have delivered that speech together. Damn you, Jin. Ja, okay, ich bin aber immer noch mit Schmerz verbunden bei dem. Dass die Wache dann weggeht, wenn die Hauptperson halt oben ist. Macht ja eigentlich mehr Sinn, dass sie weggeht, wenn sie nicht oben ist. Und dass sie davor steht, wenn sie oben ist. Weißt du? Oh. It is our duty to ensure their threat never reaches the Shogun's domain. I've heard the Khan now wields the same poison as Lord Sakai. Do not speak his name in my presence. Forgive me, my lord. Because of him, bandits have learned to use poison to murder our people. A ghost has unleashed a hell upon this island. He will not escape us again. Keep a close eye on the camp. Report anything unusual. Of course, but da, der kommt, ey. I will take the first watch. Ja, den werde ich wohl schlitzen müssen. Ah ne, warte mal, wir können hier raus. Yeah! Huch. His quarters are on the top floor. Now's my chance to get up there.
Geh doch bitte einfach so da durch. Ich will nicht immer springen müssen. Weil... Ah, ich denke immer, das macht halt mehr Geräusche. Einfach durch. Mongols have suffered defeats at Granite Pass and Jogaku Temple. We believe Lord Sa... The ghost is responsible for both. What do you wish to do? We will deal with the ghost once we defeat the Mongols. Ja, da war eine Treppe, aber da kann ich jetzt nicht hoch. I'm aware of his orders. Our first priority remains the Mongols and their leader. Of course, Lord Shimura. Have you learned the Khan's location? The scouts we sent north never returned. I fear they were caught or killed. Show me where they were searching. We will march in their footsteps and see where they lead. Ah. Zufälligerweise steht hier eine Leiter. Ist halt alles echt ganz stark versimpelt. Ne? Muss ich, also wenn hier, wenn ich hier nicht hoch müsste, würde hier nicht nur eine Leiter stehen. Also gehen wir mal erstmal hoch. Oh. Ja, in dem Raum gibt es nicht so viel, also der wird die wahrscheinlich überall sehen. He's here. Guards. Uncle, forgive me for not facing you in person. The Khan's fleet has gathered at Port Izumi. His ships are loaded with poison that would devastate the Shogun's army. But when the next storm arrives, I plan to kill the Khan and sink his fleet. I ask that you join me. I hope we can meet again. If not as father and son, then as warriors who have walked different paths. Whatever you believe I've become, I will always be your family. Deep. Vielleicht überzeugt ihn das, ne? Mal schauen. So. Ja. Was ist das denn? Vorübergehende Freundschaft. Ishikawa. Glaube ich, oder? Hau doch mal ab mit den neuen Techniken, ey. So. Ja, ich glaube, das soll Ishikawa sein. Machen wir das jetzt? Schieben wir das jetzt noch zwischen? Ja, warum nicht, ne? Komm. Hilft Ishikawa bei seinem... Ah, ja, genau. Jetzt geht's wieder um Tomoe. Ja, die muss auch mal langsam sterben, ey. Ehrlich. Versuche die Überreste des Mongolen-Konvois, okay. Burn the cart. Flaming arrows. All shot in the back. Probably ambushed. Okay, Tomoe oder Ishikawa.
Ja. Und sonst so? Irgendwas scheine ich wieder nicht zu sehen. Ach da, mein Gott. Japanese arrows. Lord Shimura's men? Japanese archers did this. Likely a group. Unless Sensei Ishikawa has been here. Please, excuse me, my lord. It's a bad idea to sneak up on me. I thought you were with the man who killed these Mongols. He was samurai, but older. Ishikawa. An archer? Sensei Ishikawa. Where is he? He said he'd come back to my house in a day or two. Why your house? I have food, a fire. Whatever his business was, it seemed urgent. Okay. It's possible he picked up Tomoe's trail. Where's your house? Not far, but there's a storm coming, and I need to check my snares first. Then I can take you there. Naturally. Fine, I'll go with you. What's your name? Matsu, my lord. So, okay, ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall noch vor Story-Finale die Ishikawa Questreihe fertig machen. What exactly did Sensei Ishikawa tell you? Nothing more, my lord. He wasn't the friendliest man. Sounds about right. I never talked to a real samurai. War brings unlikely people together. It's my chance to ask a really good question. Oh, what's it up? What's it like to hold the power of life and death in your hands? Woher soll ich das wissen? In a real fight, when your life is on the line, time slows. You hear everything. Your enemy's breath, the wind in the leaves. Every color and shade is vivid, sharp, alive. That's not the answer I expected. There! One of my snares. Check it quickly. I don't want to miss Ishikawa. Said it. You might have more luck hunting. Oh, I could never do that. It's so awful. Maybe try different bait. My bait never changes. What do you use? The illusion of opportunity. There's your problem. Good. That only works on men. This way, my lord. Wollte die Falle nicht wieder ready machen? Die ist ja immer noch so. It's not easy surviving up here. It's hard everywhere. I fled north when the Mongols came. Alone? My parents died when I was a girl. Been on my own ever since. Your family must be very important. My uncle is Lord Shimura. Wait. You're the one people talk about. The ghost. But you're not 10 feet tall with eyes like a demon. Gerade nicht. No. But the stories frighten the enemy. So that's it. It's just rumors and exaggeration. To fight them, I've had to do things I would have frowned on before. We all have. Hey, what machen die da hinten? Drive them off, my lord. No. Please. Wait here. They're starving. Hey, oh, du Scheiße. Hey. Please don't hurt us, my lord. That's not yours. We are sorry. It's just a squirrel. We have eaten grass and tree bark for days. Take it and go. Please. Thank you, my lord. You let them escape. We thought dinner. They were starving. Ein Eichhörnchen. And no threat. Doesn't sound like the ghost I've heard about. Not all the stories about me are true. Blizzard is almost on us. How many more traps do you have? Just one.
but it's farther away. Na toll. Na toll. Vor allem hat die ein Pferd, gut. Hätten wir nicht vorher benutzen können, ne? Hui. No one will believe I talked to you. What's it like to be the ghost? Mach ein Selfie mit mir, dann glauben wir. It's not easy, but I wouldn't change it. No doubts or regrets? Plenty. But I'll do anything to drive the invaders from our home. We should get back soon. I don't want to miss Sensei Ishikawa. The last trap is just a little farther, my lord. Hättest du die nicht enger zusammenstellen können? Kannst du ja nicht immer antun hier. Here we are. Ja, das ist ein hervorragendes Jagdgebiet, das weiß selbst ich hier als Nichtjäger. Also hier würde ich, glaube ich, keine Falle aufstellen. Ah, aber natürlich, ja, da hat sie natürlich gut gefallen. Hätte ich das nicht gesagt, dann wäre jetzt nichts drin gewesen. Aber normalerweise würde ich solche Fallen im Wald aufstellen, aber. The mainland. No Mongols, no war. Somewhere I can start over. Say you make it to the mainland. What then? In Kyoto, I'll open a fancy inn, learn to play the shamisen, welcome the undying parade of beautiful men and women, while my servants rob them blind. Sounds like Kyoto's in trouble. It's snowing harder. We should go. Maybe yeah, let's go. Also den Toten, den ignorieren wir auch mal wieder, aber der liegt halt. Ja, noch auf. Kehre mit Matsu zu ihrem Haus zurück. Okay. Boah, Junge, auf einmal siehst du gar nicht mehr. The weather's getting worse. Ja, allerdings. If I get any closer, we'll have to share a horse. What was that? Never mind. Keep going. Ja, lass mich die eben wegschnitzen hier. Ah, Mann, ey, ich hab's schon wieder verkackt, ey, und wieder so ein Speerarsch, ey. Oh, jetzt muss ich sie wieder beschützen. Ja, ich meine, ich hab's am Anfang verkackt, also das geschieht mir gerade recht. Vielleicht schwärmt die wahrscheinlich auch wieder von meinem krassen Kampfstil als Geist und so. Wie immer. I've never seen somebody fight like this. Wo ist Katze? Was für ein greller Gelbton, ne, auf dem Pferd. So richtig Gold, ne? Naja, sieht nach besonders, also sieht besonders aus, aber schwarz hätte auch getan für mich, ne? Ich vermisse Kage. Here we are. Kage war ich. Let's get inside. You seem too kind to be the ghost. But the way you killed those Mongols... I do what I have to for Tsushima. The truth is, we're both survivors. We have darkness in us. If we didn't, we'd be dead. Sensei Ishikawa said something similar. But it sounds more natural coming from you.
Ach. Ishikawa always said, I underestimate my opponents. I don't have an arrow in my back. Why not? The Mongols turned against me. After you trained them to slaughter our people. A mistake I tried to fix. But I can't kill all my archers. Not alone. You need me. And the sensei. But we don't need you. I know where they'll attack next. We can ambush them together. You get a victory, I get revenge. I'll talk it over with Sensei Ishikawa. Jin. You can stay the night. Ich musste noch nie eine Nacht irgendwo übernachten. I can't. Ich glaube, der Jin hat noch nie geschlafen, oder? Ah doch, stimmt, der hat ja schon mal neben dem Matratzen gelegen. Ich erinnere mich. Ich finde Ishikawa beim Yugaku-Tempel. Auf einmal ist er wieder komplett woanders, ne? Ich dachte, ich sollte den hier finden. Naja, egal, wir haben Fragezeichen. Das war also Tomoe. Eigentlich relativ sympathisch, ne? Vor allen Dingen, als ich noch nicht wusste, dass Tomoe ist. Guck mal, ich bin doch hier entlang geritten vorhin. Wieso habe ich da nicht das Fragezeichen vorher gesehen? Habe ich nicht auf die Map geguckt? Ah. Wir dürfen mal wieder was verfassen. Über Rückschläge sinnieren. Hoffnungslos zerstört. Vergangenes haben sich das eh gespart, zerstört. Brennende Sehnsucht. Überbleibsel des Scheiterns. Atmet Verzweiflung tief ein. Vor Verwüstung verbeugen. Nee, vor Verwüstung verbeuge ich mich nicht. Kaputt und verzehrt. Unser Los bejahen. Ich bejahe mal das Los. Burning desire. A remnant of our failure. Accepting our fate. Stirnband des Rückschlags. Das werde ich mit keinem Satz würdigen, ehrlich. So. Ja, das war hier alles. Dann können wir jetzt zu Ishikawa, ne? Zurück. Ja, mal gucken, was der jetzt sagt. Also der ist ja eigentlich sehr, sehr stark drauf getrimmt, die zu bumsen. Also nicht so, ne? Wie ihr jetzt denkt, sondern richtig halt. wo ist der denn? 20 Meter da vorne. Ich glaube nicht, dass der die überzeugen lässt. Weil ich aber weiß, dass wir sowieso nicht die Option haben, ihn da irgendwie hin zu beeinflussen. Sakai. Ja. Allerdings. We're lucky you came. I spoke with Tomoe. She's hiding in the north. The Mongols turned against her. If you saw her, why is she still alive? Her archers are preparing a massive attack. She wants the three of us to wipe them out. Or she needs both our heads to get back in the Mongols' favor. She could have killed me, Sensei, but she didn't. I have never been rewarded for trusting Tomoe. I don't trust her. But we need what she knows. And I believe she needs our help. Then she's a fool. And we finish this. Ich hab's ja gesagt. We'd be dead.
Talisman der Fügung. Effekte mit einer Prozentchance treten 50% häufiger ein. Boah, der ist eigentlich krass in der Kombination mit dem doppelten Schaden-Talisman. Obwohl, gut, der macht dann, also bei 10% der Schlägen macht er doppelten Schaden. 50% mehr heißt 15%. Ja, auch nicht der Renner, ne? Verborgene Schlange. Kurzbogenfarben. Ey, das sieht sogar cool aus. Und da ich ja sowieso keinen Bogen sehe, muss der ja auch nicht zu meiner Rüstung oder so passen. Deswegen nehmen wir den mal. Finde ich total geil mit dem Grün. So. Ja, what now? Muss ich... Also hat sich jetzt nichts ergeben mit dem Ishikawa oder was? Anscheinend nicht. Dann kann ich jetzt mit Yuna reden, glaube ich. Werden wir sehen, hier ist wieder ein Geschenk. Warte mal, wo ist sie? Doch, war richtig, unten am Tempel steht sie wieder. So long. Werd nicht frech. You had us worried. I thought you'd been caught. Hä? Delivering the message wasn't easy. Ach so, ja, genau. Did your uncle read it? Will he help us defeat the Khan? Woher soll ich das wissen? I hope so. But we can't wait to find out. Wind's getting stronger. The storm will be here by morning. Do you secure the siege weapons? Enough to cause plenty of damage. Also found some deserters from your uncle's army who want to follow the ghost. We're ready. Tell the others we attack at dawn. I'll spread the word, but you should check on them. They want to hear from their leader. Okay. Da hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass wir diese komischen... Wie hießen die jetzt nochmal Chakra-Dinger da, die komischen Silvester-Batterien, dass wir die selber besorgen müssen oder so, ne, hat Yuna gemacht. Also ich meine, ist mir mal ganz recht, dass wir was nicht machen müssen, aber gerade jetzt so im Endgame hätte ich gedacht, da könntest du halt auch nochmal mit sowas ein bisschen Tiefgang realisieren, ne. So, Nurio, du kleinen Drecksack, du. Ah, er bietet mich an. Ja, danke dir. Lord Sakai. It's good to have the head of Cedar Temple with us. I would never claim such an honor for myself. I know. That's why you deserve it, my friend. Tomorrow we avenge your brother and the warrior monks of your temple. I just want our home back. Ja, kriegst du. Ach so, wir müssen mit allen reden, anscheinend. 90 Meters. Was ist denn jetzt mit dem Ishikawa? Also, ja, ich vermutlich wird sich das halt auch ergeben dann im Zuge der Hauptstory dann, ne? Gucken, was der jetzt sagt. Sakai. It's good to have you both with us, Sensei. We still have to deal with Tomoe's offer. There will be time for that. After we drive the Khan from our shores. Thank you. I wouldn't have come this far without you. Don't get sentimental, Sakai. As you like, Sensei. I'll let you prepare for tomorrow. I prepared my whole life. One more day makes no difference. Gut, danke schön. Kein Wort zu Tomoe. Oh, wie heißt du denn? Oh, Kenji, ne? Schöne Kameraansicht. You're in good spirits. Of course. I've been sipping good spirits all day. Don't sip too much. You don't want to sleep through tomorrow.
Joking aside, there's no way I would miss tomorrow. I'm here for Taka. Thank you, Kenji. Weiß noch nicht ganz, wie du uns helfen wirst, aber ja, trotzdem danke, ne? Magasako. Ja, ich muss jetzt hat schon wieder schlecht, ne? Ich muss mich doch da, ich kann sonst nicht mit dir reden, so. Masako, I wasn't sure you'd come. I said I'd be there when you needed me. But I need the Khan dead too. He murdered my husband, and his men slaughtered my sons. We won't let them escape justice. I'll help you make sure of it. Get some rest. Tomorrow will be a long day. Or a very short one. Nö, keine Sorge. Aber so wie ich das Spiel einschätze, wird das wahrscheinlich einige Leben von uns fordern. Soll ich jetzt nochmal eben gucken, ob wir nicht irgendwie doch vielleicht für den Kampf auf eine andere Rüstung gehen oder so? Zeig ich mal eben hier. Wir können halt hier noch welche verbessern. Ach, so lächerlich, nein. Ne, wenn dann hier so eine krasse Nahkampfrüstung. Mächtige Erhöhung der Gesundheit, bedeutende Erhöhung des Dornenschadens, das Töner ist Dornen, dann geht er schnell 20% Gesundheit wieder her. Lass erstmal. Bedeutende Erhöhung des Nahkampfschadens, das wäre halt gut, ne? Und ich glaube, die nehmen wir dann auch. Erhöht die Herausforderungsserie um 2. Ah, genau, und dadurch kam auch das. Stimmt. Der Wecker. Mach mal weg. Also ich würde sagen, tatsächlich, wir wechseln jetzt mal wieder. Oder warte, was kann die Geistrüstung? Ne, das ist so eine Sneaky-Rüstung. Wir gehen auf die Sakai-Clan-Rüstung. Wir machen also jetzt nochmal eben Vorbereitung. Die Sakai-Clan-Rüstung. Genau, vor allen Dingen wegen der bedeutenden Erhöhung des Nahkampfschadens und die Herausforderungsserie. Ich meine, das wird ja wohl eine große Schlacht werden und da wird nicht viel mit Herausforderungen gehen, aber wenn, dann sind wir auf jeden Fall gewappnet, ne? So. Ja, die sieht schon heftig aus, muss man sagen. Aber da brauchst du halt eigentlich was auch oben irgendwie auf dem Kopf, damit das, weil sonst geht der Kopf halt voll unter, ne? Ja, der ist zu drüber. Der passt auch farblich nicht so ganz. Das stört mich. Ja. Junge, wer hat das ins Spiel gemacht? Bitte melden, ehrlich. Das ist doch ein Joke. Nee, aber, Warte. Nee, zu viel. Also wenn, dann würde der vielleicht auch noch gehen. Aber was ich ein bisschen schade finde, auch bei den Helmen jetzt. Ich meine, ich finde es gut, dass man die Helme separat oder die Kopfbedeckung, sage ich jetzt mal allgemein, separat von dem Rest der Rüstung ändern kann. Aber du hast ja gar nichts davon, ob du einen Helm trägst oder nicht. Anstatt dass du dann wenigstens sagen, ja okay, du kriegst ein bisschen Defense mehr oder so, weißt du. Oder bist weniger anfälliger gegen Kopfschüsse von Bogenschützen oder so. Wäre sogar plausibel, weißt du. Aber das macht halt gar keinen Bonus. Deswegen brauchst du danach eigentlich nicht gehen. Pass auf, nimm mal das Stirnband. Karo-Stirnband hatte ich sowieso auf. Gucken wir nochmal, ob wir nicht eine Maske uns noch anziehen. Oder halt so ein Tuch vielleicht. Okay. Die, also wenn die schwarz wäre, dann würde ich die vielleicht aufsetzen. Aber ansonsten, ne, so ein Tuch finde ich ja lau. Also ich würde es so lassen. Ich würde es so lassen, da passt aber der Bogen, also die Farbe vom Bogen, überhaupt nicht zu. Da müssen wir wieder umstellen. Ja, ich glaube, das könnte passen. Hat der jetzt umgestellt? Ja. Ja, das passt auf jeden Fall. Gut, okay. Ja, Leute, pass auf. Wecker hat geklingelt. Dann, das passt mir aber eigentlich ziemlich gut vom Timing, weil heute ist Donnerstag und morgen wird dann eine legendäre Folge werden, in der wir nämlich hoffentlich den dicken Oli Khan, ne, wie hieß der nochmal, Kotos Khan oder so, keine Ahnung, wegbangen werden, endlich. Und ja, das machen wir natürlich jetzt nicht mehr, sondern eben, wie gesagt, morgen zur Wochenendfolge. Also Leute, ich sag danke, wir sehen uns dann morgen.
wieder. Ich wünsche euch einiges. Bis dahin, ne?